Das ist Ethan B. Bradley, Hollywood-Star und Klimaaktivist. Für den Schutz der Kaiserpinguine produzierte er eine aufrüttelnde Doku. Aber auch wenn Sie nicht Ethan B. Bradley sind, können Sie ganz einfach in die Zukunft unseres Planeten investieren. Und wie das geht, finden wir zusammen heraus. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse. Es knistert mächtig hier im Gebälk der historischen Mühle in Gummersbach-Dümmlinghausen. Das ist nicht etwa dem Verfall geschuldet, vielmehr passiert hier gerade einiges. Was genau, das werden wir jetzt in der neuen Reportage bei Oberberg aktuell in Erfahrung bringen. Kommen Sie mit. Die Mühle hat eine lange Geschichte. Erbaut 1814, wurde hier bis in die 1960er Jahre Mehl gemahlen. Ab etwa 1975 dominierte hier die Musik. Der Jazzclub Alte Mühle bot bis Ende 2016 monatliche Frühschoppen an, die Gäste aus nah und fern nach Dümmlinghausen lockten. Zudem gab es kleinere kulturelle Veranstaltungen wie Lesungen und der eine oder andere denkt sicherlich gerne an legendäre Privatfeiern zurück. Eigentümer des Geländes ist die Städtische Entwicklungsgesellschaft. Betreut wird die Mühle allerdings seit einigen Jahren vom Dorfgemeinschafts- und Gartenbauverein Dümmlinghausen-Hesselbach-Bernberg. Die gemeinnützige Einrichtung stellte einen Förderantrag zum Umbau des Geländes beim Land NRW. Bettina Kannen vom Vorstand erläutert die Pläne. Hier sieht man die Außenanlage der Mühle und natürlich auch mittendrin unsere Mühle. Das hier ist das alte Gebäude mit dem Mühlrad und dem Zulauf vom Teich. Über diese Rinne kommt das Wasser zum Mühlrad. Und da wird jetzt ein Anbau dran gesetzt. Und in diesem Anbau befinden sich Toilettenanlagen. Man kann die dann von oben erreichen, kann dann auch diesen Raum oben, in dem Veranstaltungen stattfinden können, erreichen, ohne dann eine Barriere zu haben. Ja, weiter kann man hier ganz gut erkennen, wird es einen großen gepflasterten Kreis geben mit Sitzblöcken drumherum, von denen aus man dann einen guten Blick auf das Mühlrad hat, wenn sich das dann später wieder bewegt. Ja, dann soll es auch für die Kinder was geben. Es wird hier eine Rutsche gebaut in den Hang, der zum Teich hochgeht, mit einem Aufstieg. Und es gibt hier einen hoffentlich schönen Bereich, in dem man Wasser schöpfen kann aus dem sogenannten Untergraben. Und ich denke, das wird ein heiß umkämpfter Spielplatz sein. Herr Pelzer-Siebler, was ist denn bisher an Umbauarbeiten geschehen hier? Jetzt ist im Moment fertig halt der Anbau. Die Beton- und Maurerarbeiten sind erledigt. Und im Moment ist der Zimmermann dabei, das Obergeschoss, was aus Leichtbauwänden besteht, aufzubauen und das Dach dazu zu schließen. Und wir als Verein haben innen drin schon, entrümpelt. Ja, haben dann schon mal im Obergeschoss, also im Dachgeschoss, wo der eigentliche, Feierraum ist, da haben wir die Kehlbalkenlage angehoben, also diese Balken, die zur Dachkonstruktion gehören, die aber zu niedrig waren. Wie geht es denn jetzt weiter und wann rechnen Sie mit einer Fertigstellung der Mühle und auch des umliegenden Geländes? Ja, es geht weiter. Wir werden jetzt also sind im Moment dabei, die Ausschreibungen weiter in die Welt zu setzen. Also fürs Mühlrad zum Beispiel und auch diese inneren Sanierungen, sage ich mal. Inneren meine ich jetzt die Holzarbeiten, die innen drin an dem Räderwerk notwendig sind. Da sind also auch eine Menge Auswechslungen notwendig, wo das Holz wirklich verrottet ist. Mhm. Die von Pelzer-Ziebler erwähnte Anlage ist das eigentliche Museums- und Herzstück der Mühle, welches das Gesamtprojekt erst förderfähig macht. Am 31. März des vergangenen Jahres übergab die damalige NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach den lang ersehnten Förderbescheid. 480.000 waren die Gesamtkosten, die ermittelten Gesamtkosten, und davon sind 90% in die Förderung gekommen. Also wir werden rund 50.000 Euro als Eigenmittel oder Eigenleistung aufbringen müssen. Ein Teil des Eigenanteils kann durch Arbeitsstunden erbracht werden. Rund 500 davon hat man bereits geleistet. Trotzdem müssen noch Barmittel aufgebracht werden.
Zum Beispiel durch Sponsoren und besondere Aktionen, wie den Baustellenfest mit kleinem Richtfest am 25. September von 11 bis 15 Uhr. Dabei erhofft man sich zahlreiche Spenden. Ja, dann werden wir dann eigentlich in die größeren Eigenleistungen einsteigen, was den Innenausbau des Anbaus angeht. Und es ist, Pfingsten ist immer der Mühlentag in Deutschland, glaube ich. Auf jeden Fall in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Und das wäre natürlich super, wenn wir das schaffen könnten, dann zum Mühlentag das dann hier auch einweihen zu können. Bettina Kann, es wird auch Veranstaltungen geben, hier auf dem Gelände und in der Mühle. Worauf werden sich denn die Besucher freuen dürfen? Ich glaube, sie werden sich auf vielfältige Veranstaltungen freuen dürfen. Wir werden sicherlich die Mühle auch den Ortsvereinen zur Verfügung stellen für ihre Feste. Es wird hoffentlich wieder das Anknipsfest geben am ersten Adventswochenende. Es wird einen Tanz in den Mai-Wochenende geben. Wir hoffen auf die Beteiligung der Schulen. Wir haben bereits Kontakt aufgenommen, um die Mühle als außerschulischen Lernort anzubieten. Was kann denn Schülern hier vermittelt werden? Ich denke, sie werden zur alten Technik etwas, also zur Wasserkraftnutzung etwas erfahren können. Sie sollen auch spielerisch etwas erfahren. Sie sollen vielleicht kleine Wasserräder bauen oder sie können auch für den Biologieunterricht, denke ich, Wassergüteuntersuchungen machen. Wir haben drei verschiedene Möglichkeiten. Wir haben den Teich, wir haben den Bach, wir haben ein stehendes Gewässer. Sehr interessant. Wird es dann auch weiterhin die Möglichkeit für Privatmenschen geben, die Räumlichkeiten für die klassische Party zu mieten? Ja, die wird es auch wieder geben. Okay. Das müssen wir auch machen, sonst können wir die laufenden Kosten nicht decken. Und das ist so ein wunderbarer Ort. Es wäre schade, wenn das nicht ginge. Da haben Sie recht. Ja, spannende Ziele, die hier verfolgt werden. Oberberg aktuell wird am Ball bleiben. Schauen Sie regelmäßig rein. Wir werden weiterhin über den Baufortschritt hier berichten.